Ja, liebe Freunde, mein erster abendfüllender Zeichentrickfilm kam 1937 in die Kinos. Ein junges Mädchen, weiß wie Schnee, rot wie Blut, schwarz wie Ebenholz, wurde von einem Jäger in einen finsteren Wald gebracht, da die Stiefmutter ihre Schönheit nicht ertragen konnte. Naja, und dann kam, wie es kommen muss, ne? Da kam der Prinz, dann wurde geküsst und alle waren sie glücklich und zufrieden. Aber soweit ist das ja nur die kindertaugliche Variante zum Thema. Wir haben heute Abend für euch den gesamten Spaß für den erwachsenen Teil der Familie. Hier ist für euch die Geschichte nach dem Happy End von Schneewittchen. Leute, was ist denn schon wieder mit unserem Schneewittchen los? Die ist doch schon wieder total breit. Ich hab dir doch gleich gesagt, wir müssen das Crystal Meth aus dem Erzgebirge besser verstecken. Jungs, ganz schlechte Nachricht. Ich glaube, die ist tot. Die Scheiße, was machen wir jetzt? Psst. Seid mal ruhig, ich glaube, da kommt einer. Keller! Heute mein Rostpigmee! Oh, schönes Stück Fleisch. Schneewittchen, lass dein Haar herunter. Das heißt Rapunzel. Schneewittchen, lass dein Rapunzel herunter. Also, wenn du willst, dass hier irgendwie was passiert, musst du die Schnecke schon mal abknutschen, oder? Alles klar. Wunderschönste und überhaupt erste Frau, die ich je sah. Willst du mich heiraten? Ach komm, du willst mich doch nur ins Bett kriegen. Und intelligent ist sie auch noch. Naja, wenn ich dich so anschaue, du stattlicher Prinz, die Börse scheint gefüllt. Ja, ich überleg's. Ich glaube, ich sag ja. Ja, wir warten. Leute, wisst ihr, was das heißt? Na klar, wir feiern einen richtig geilen Junggesellenabschied. Los, Applaus. Applaus. Hilfe! Alter! Sorte! Genau. Ich hab einen Schädel! Ich muss auch schon mal die Ibuprofen einmachen. Also, was war denn gestern? Du warst doch total scheiße! Ich hab gar nichts getrunken, ne? Alter,
Du warst so besoffen. Du hast einen Duschkopf in den Arm genommen und hast gesagt, er soll aufhören zu weinen. Hier, aber du musst dich dran aufregen. Du bist da unten um die Litfaßsäule gerannt. Immer mit der Hand an der Wand, du hast geschrien, Hilfe, Hilfe, mich hat jemand eingemauert. Irgendjemand hat gesagt, Ibuprofen und Alkohol verträgt sich nicht, aber wenn die rosa Zebras, sagen Gott, ja, okay. So, jetzt mal Break. Wo ist denn eigentlich unser Schneewittchen? Doch du weißt das schon. Keine Ahnung. Ich hab Filmes. Ich hab auch keine Ahnung. Ich weiß nicht mal mehr, wo mir gestern überhaupt war. Ja. Laufen, wo wir gestern gewesen, keine Ahnung. Müssen wir gucken. Ja, also wir haben jetzt hier eine Aufgabe. Also geht, findet Schneewittchen. Wir werden Schneewittchen finden.